Hallo schöner Mensch, wie schön, dass du dabei bist beim Serve My Soul Podcast. In dieser ersten Folge tauche ich gemeinsam mit Marlene in die Magie der sieben weiblichen Archetypen ein und du bekommst einen Überblick, wie du die sieben Archetypen für dich nutzen kannst, um mehr in deine volle Kraft und manifestierende Power zu kommen. Viel Spaß dabei! Hallo Ella. Hi. Schön, dass wir hier sind. Ich freue mich. Wir sitzen jetzt hier bei dir zu Hause im Pleasure Palace, oben bei dir auf der kleinen Anhöhe. Wir haben Kakao getrunken und wir haben schon oft oder ein paar Mal versucht, diesen Podcast aufzunehmen. Und immer war die Zeit wohl nicht reif und jetzt sind wir hier und es hat alles sich gefügt. Finally. Ja, genau. Was ist deine Intention für den Podcast? Ich glaube, mir geht es vor allem darum, das Wissen, was eigentlich schon da ist, über das weibliche Prinzip mehr in diese Welt zu bringen, mehr präsent zu machen, weil es ja so viele Arten und Weisen gibt, das Leben zu gestalten und auch als Frau in der Welt zu sein. Und ich das Gefühl habe, dass wir noch nicht wirklich wissen, was eigentlich die Superkraft des weiblichen Prinzips ist. Und dass wir jetzt gerade erst dabei sind, das zu entdecken, dass wir nicht bessere Männer sein müssen, um im Unternehmen oder im Business oder in den Beziehungen oder in der Welt zu existieren, sondern dass es eine weibliche Form der Lebensführung und eine weibliche Form des Führens gibt. Und die weiblichen Archetypen sind einfach voll die guten Wegbegleiter und Wegbereiter auf dieser Reise. Für mich war das so, dass ich gemerkt habe, als ich mich mit dem männlichen und dem weiblichen Prinzip auseinandergesetzt habe, dass es so Tendenzen gab, wieder in so Schubladendenken zu gehen und sozusagen oder wieder so restriktiv zu werden und sich selber vorzuschreiben, wie man jetzt weiblich zu sein hat. Und als ich dann durch dich, durch deine Arbeit, diese sieben weiblichen Archetypen kennengelernt habe, hat sich das für mich so angefühlt, wirklich wie so ein Schlüssel zu der Vielfältigkeit der Weiblichkeit. Und um wirklich, wirklich rauszukommen aus diesen Schubladen von, um eine gute Frau zu sein oder um ein guter Mann zu sein, musst du so und so sein, sondern eher zu gucken, in welcher Situation ist welcher Aspekt des Weiblichen hilfreich und so irgendwie viel organischer zu flowen eigentlich. Ja, voll. Und ich glaube auch, was voll spannend ist, ist auch zu sehen, dass es nicht so dieses typisch Weibliche oder typisch Männliche in dem Sinne gibt, sondern dass wir sowohl als auch, egal ob wir Frau oder Mann sind oder wie auch immer wir uns definieren, wir haben beide Ausprägungen, das weibliche Prinzip und auch das männliche Prinzip potenziell als Ressource in uns. Und vielleicht ist es voll hilfreich zu verstehen, dass zum Beispiel das weibliche Prinzip eher der Ausdruck ist, das Fühlen, das im Körper sein, das Spüren, alles was fließt und in Bewegung ist. Und das maskuline Prinzip eher dieser innere Raum ist, der durch Präsenz und Wertfreiheit gehalten wird, während das Weibliche diese hingebungsvolle, mitfühlende Essenz umfasst. Und egal, ob wir Frau oder Mann sind oder egal, wie wir uns definieren, wir brauchen beides in uns verankert. Und die sieben Archetypen spiegeln auch verschiedene Facetten des weiblichen Prinzips wider, wobei es auch bestimmte Archetypen gibt, die auch eine gewisse Form von männlicher Essenz auch mit verkörpern, sodass wir in uns als Frau schon dieses Gefühl haben oder zumindest das Gefühl bekommen können, ganz zu sein. Dass schon da, schon in diesem Konzept der Archetypen, diese männliche und weibliche Energie so ineinander fließt sozusagen und sich schon so verbindet in irgendeiner Weise. Voll. Wir versuchen halt in dieser Welt voll auf die Dinge zu kategorisieren. Und dabei geht aber auch diese Einheit von diesen Prinzipien verloren. Es ist ein bisschen wie das Yin- und Yang-Zeichen. Selbst in dem weiblichen Anteil als Frau ist ein Funke des maskulinen Prinzips vorhanden. Und genauso sehr auch in dem Mann ist ein Prinzip des Weiblichen vorhanden. Nur weil wir ein Mann sind, heißt es ja nicht, dass wir nur denken und nicht fühlen. Und nur weil wir eine Frau sind, heißt es ja nicht, dass wir nicht auch rationale Entscheidungen treffen können oder äußerlich fühlen können. Voll. Wir haben diese Kräfte in uns. Und das weibliche Prinzip ist eher etwas, was durch das Innere heraus die Dinge kreiert und vielmehr durch ein magnetisches
Empfangen die Dinge kreiert oder schafft. Und das maskuline Prinzip ist eher etwas, was durch konkrete Worte und Taten in der äußeren Welt sich manifestiert und sich auch mehr der äußeren Welt widmet. Das heißt, wenn ich eine Frau bin, die Business macht oder ich, egal, was ich im Außen mache, ich bin dann auch zum Teil in meinem maskulinen Anteil. Ja, voll schön. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit diesen 7 Archetypen auseinandersetzt? Ich glaube, die haben mich schon immer begleitet auf der einen oder anderen Ebene. Also bevor ich sie definieren konnte oder bevor ich jemals irgendwie was über die Archetypen gelesen habe, waren die für mich irgendwie schon präsent. Das Mädchen war auf jeden Fall schon immer, ohne dass ich wusste, dass es diese Qualität als Essenz gibt, auch in meinem Leben irgendwie präsent. Also wie wir, wenn wir durch unser Leben gehen, in verschiedene Anteile automatisch reinkommen. Und vielleicht ist es hilfreich, auch zu verstehen, dass ein Archetyp eine energetische Blaupause ist, also ein Blueprint, so eine Art Muster, was kollektiv ist, was nichts Individuelles ist in dem Sinne, sondern wenn wir Teil sind von der Menschheit, dann haben wir diese verschiedenen Rollen, die in uns schon wie als Prädisposition vorhanden sind, mit denen wir uns verbinden können. Wenn man das aus der Yoga-Perspektive zum Beispiel betrachtet, kann man diese Archetypen auch als göttliche Anteile sehen. Und dann gibt es zum Beispiel Lilith, die das Weibliche oder die wilde Urfrau darstellt. Die war auch schon in der Mythologie zum Beispiel voll vorhanden und war quasi die Frau vor Eva. Aber weil die so unverschämt war oder so ungezügelt war, wurde sie halt quasi durch Eva ersetzt. Weil das nicht diesen reduziert, rauszensiert aus der Geschichtsschreibung. Genau, genau. Und damit aber auch auf einer gewissen Ebene auch rauszensiert aus unserer aus unserem Bewusstsein sozusagen, ja? Ja, oder und zumindest aus dem, was wir halt auch nach außen hin getragen haben oder gelebt haben. Und wir haben den Zugang so ein bisschen verloren dadurch, aber er ist da und er kann neu entdeckt werden. Ja, aber genau. Im Grunde genommen, selbst wenn du ein Prinzip wie zum Beispiel Lilith, diese Urfrau, versuchst zu unterdrücken durch ein System wie zum Beispiel Religion, du kannst es nicht unterdrücken, weil dann manifestiert es sich halt im Schatten, Verborgenen. Im Dunklen. Genau. Ja. Gibt es so Sachen, die für dich so besonders schön sind daran, mit diesen Themen zu arbeiten und das auch an andere Frauen weiterzugeben? Ich finde es vor allem spannend, das selber bei mir zu beobachten. Wann ich in welchem Anteil bin und auch zu lernen, dass ich all diese Anteile bin. Ich bin nicht nur das Mädchen, was mit Lebendigkeit und Aktivismus und Neugier in dieser Welt ist. Ich bin auch die Liebende, die total durch ihre Beziehung sich definiert und darin aufgeht. Und ich bin auch die wilde Frau, die ihre Unabhängigkeit und Freiheit feiert. Und ich habe auch die Mutter in mir, die dieses nährende, mitfühlende Prinzip ist und auch einen safen Space für Menschen erschaffen kann, wo man sich zu Hause fühlt. Und ich bin auch die Königin, die mich selber, mein Leben, aber auch die Menschen um mich herum zum Beispiel in so einem Gruppenspace führen kann. Und ich habe auch die Weise in mir, die mich inspiriert, die mich nach innen führt, die mir hilft, das Wissen und die Weisheit, die schon da ist, mehr zu verkörpern und zu synthetisieren und dann mit der Welt zu teilen. Und ich habe auch die Mystikerin in mir, die mir mehr und mehr hilft, diese unsichtbaren Welten wahrzunehmen, um diese Magic, die wir sind, bis in diese physische Form zu bringen. Und das Schönste eigentlich an dieser Arbeit ist, dass ich besser erkenne, wann ich in welchem Anteil bin. Also wann ich auch in einem lichtvollen, aber auch wann ich in einem vielleicht eher Schattenanteil des entsprechenden Archetyps bin. Und was ich jetzt gerade noch mehr lerne, dadurch, dass ich halt eintauche, Workbooks dazu schreibe, Räume dafür schaffe und gleichzeitig auch ganz tief in verschiedene Anteile tauche, dadurch bekomme ich nochmal mehr die Gelegenheit auch zu lernen, wie ich fluide zwischen all diesen Anteilen wechseln kann. Weil wenn ich gerade voll in dieser Wild Woman bin, die Dinge kreiert, die ihren Purpose, ihre Bestimmung mit der Welt teilen will, dann ist es voll wichtig, dass ich die Liebende nicht vergesse. Weil wenn ich nur in meinem Anteil der wilden Frau bin, dann kann es sein, dass es in meiner Beziehung vielleicht schwieriger wird, weil ich voll in diesem maskulinen Anteil bin von Doing und von Achieving and Focus and External Orientation und dann vergesse zu sein und zu genießen und in meiner eher sinnlichen, erotischen Energie zu sein. Und das heißt, dadurch, dass ich jetzt nochmal tiefer darin eintauche, ist es so, als würden sie in mir nochmal lebendiger werden, sowohl in ihrem Licht als auch in ihrem Schatten Anteil, aber ich kann auch schneller lernen
oder ich kann besser sehen, welcher Archetyp gerade meine Retterin ist in den Situationen, in denen ich bin. Und so bin ich nicht mehr davon abhängig, dass äußere Menschen oder mein Partner oder was auch immer mich aus einem bestimmten Zustand rausholt, weil ich merke, okay, ich habe gerade einen wesentlichen Anteil zum Beispiel vergessen. Zum Beispiel nach meiner längeren Reise letzten Sommer war ich ganz viel in einem Schattenanteil von dem kleinen Mädchen und auch in dem so darken Anteil der Liebenden. Ich war so mit Eifersucht und Unsicherheit und Co-Abhängigkeit irgendwie konfrontiert und habe aber auch gemerkt, wow, was mir gerade fehlt, ist meine eigene Individualität, meine wilde Frau, die meine Max, Bestimmung lebt. magst du da eine kurze Story zu erzählen? So ein kleines Beispiel, ohne jetzt vielleicht zu viel zu erzählen. Ja, kann ich Also was, machen. wie sich das gezeigt hat? Dass ich in dem Schattenanteil war, hat sich dadurch gezeigt, dass ich zum Beispiel eine krasse Schwesternwunde hatte. Ich war auf einem Festival und war von der Connection von einer voll guten Freundin und meinem Partner voll getriggert, weil ich natürlich auch diese wunderschöne Freundin, die ich so feiere, in dem Moment, weil ich mich von ihr bedroht gefühlt habe. Es ist so richtig, diese Dark Side of the Lover ist hochgekommen. Von Eifersucht, Unsicherheit, Misstrauen dem weiblichen Prinzip gegenüber. Und wir haben das auflösen können durch einen voll, voll, voll schönen Herzraum. Aber das war so eine Erfahrung, wo ich so gemerkt habe, okay, ich muss mit meiner Dark Side zum einen nicht wegrennen, sondern ich kann auch selbst damit in meinen Beziehungen sein. Und wir sind häufig in Beziehungen verwundet worden und wir heilen auch durch die Beziehung, wenn wir diese dunklen Anteile sichtbar machen. Das war so ein Beispiel, wo ich in der Dark Side war von der Liebenden. Und auf dem Weg nach Hause hatte ich ganz viele Absolutheitsansprüche an meine Beziehung, an meinen Partner und hatte einen Konflikt. Ich weiß gar nicht mehr so ganz konkret, worum es ging, aber wir waren auf jeden Fall in so einem Drama von der Liebenden, weil die Liebende liebt es auch in ihrem Schattenanteil, Aufmerksamkeit durch die Dramen, die sie kreiert, auf sich zu ziehen. Und dann bin ich zu einer Freundin gefahren, zu meiner Schwester Berenice. Und die ist so für mich eine der Frauen, die in meinem Leben ganz viel von der Mystikerin verkörpern und die auch diese Essenz der Mystikerin in mein Leben gebracht hat. Und sie hat irgendwie mir eine Stunde zugehört und dann hat sie nur so gesagt, ja, hey, ich wollte dich übrigens auch noch fragen, ich habe voll eine Vision für ein Projekt. Und für einen bestimmten zeremoniellen Raum, den ich voll gerne mit dir kreieren würde. Und ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, meine Arbeit darin zu supporten. Und innerhalb von nicht mal einer Minute hat sich meine eigene Energie, wie ich mich gefühlt habe, wie ich in der Welt war, so total krass gedreht. Weil diese Wild Woman, aber auch die Mystikerin und auch so diese Sovereign Königin in mir so voll aktiv wurde, die mich selber mit meinem Purpose und mit meiner Bestimmung wieder verbunden hat. Das heißt, obwohl ich vorher noch im Schatten der Liebenden war, war es plötzlich dieser Wild Woman-Anteil, diese wilde Frau, die durch diese Einladung, eine Vision, ein Projekt mit ihr mitzukreieren, die mich da rausgeholt hat aus diesem Schattenanteil der Liebenden. Und es hat sich so krass in meinem Körper manifestiert. Und dann ist mir bewusst geworden, wow, ich war jetzt so lange nur fokussiert auf meine Beziehung, die wunderschön ist und ich bin so dankbar, weil dadurch, dass ich jetzt in diesem unabhängigen Anteil meiner eigenen Wild Woman wieder bin, ist auch meine Beziehung wieder viel harmonischer, weil ich wieder mehr bei mir bin, weil da auch wieder zum Beispiel mehr Freiheit auf einmal ist. Weil Liebe ohne Freiheit kann nicht existieren, genauso wie Freiheit auch nicht ohne Liebe in dem Sinne einer Beziehung existieren kann. Und es hat mich so zurück zu mir gebracht und hat sich dadurch auch auf die anderen Anteile positiv ausgewirkt, weil ich dann gemerkt habe, hey, wow, es geht voll darum, mit der Wild Woman wieder mehr in meine eigene Selbstwirksamkeit und in meine eigene Magie und in meine Kraft zu kommen. Weil die wilde Frau ist halt ein Anteil, der uns auch voll verankert in unserem Selbstwert, der nicht darin besteht, wie wir aussehen oder was wir besonders leisten können, sondern der einfach nur durch das bereits vorhanden ist, was wir sind. Und dieser Anteil hat mich dann wieder so in mein Center gebracht, sodass auch diese Schwesternwunden sich mit der Zeit wieder auflösen konnten. Das ist so ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Leben. Aber es kann auch in ganz vielen anderen Anteilen so sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur in dieser Wild Woman bin und die ganze Zeit nur noch meine Projekte realisiere, aber vergesse, mich um mich selber zu kümmern und diese Mothering Energy, die mütterliche Energie meiner eigenen inneren Mutter zu pflegen,
dann bin ich irgendwann halt ja, in einem Burnout. Ja. Und je nachdem, in welchem Anteil du gerade bist oder was gerade dir fehlt, wirst du mehr und mehr intuitiv spüren können, je tiefer du in diese verschiedenen Anteile eintauchst, was dir gerade selber fehlt und was du brauchst, um dich selber wieder als ganzes, schon vollständiges Wesen zu erfahren. Und da geht es auch nicht darum, dass man keinen Mann braucht oder keine Menschen braucht. Es ist super wertvoll, Hilfe zu empfangen, weil es gibt wirklich Dinge, die können wir nicht alleine auflösen. Da braucht es einen Kreis von Frauen, wo wir fühlen dürfen, wo wir durch die liebevolle Anteilnahme und durch die ja, durch die Wertfreiheit und durch die Präsenz eines kollektiven Feldes wirklich auch tiefe Sachen durchfühlen können und auch viel besser annehmen können. Gerade wenn es darum geht, unsere emotionalen Wunden zu heilen. Das geht nur durch liebevolle Annahme, dass diese Anteile auch in uns sind. Dass es auch in mir diesen Anteil gibt, der unsicher ist, der eifersüchtig ist, der sich bedroht fühlt oder dem Weiblichen misstraut. Und das Krasse, was mich in diesem Moment dazu gebracht hat, diesen Anteil mehr zu integrieren, waren die Menschen um mich herum. Es war mein Partner und es war die Frau, um die es ging, die das ausgelöst hat, die mit so viel Liebe und Wertfreiheit, auch wenn das natürlich voll verletzend war, dass sie dieses Misstrauen von meiner Seite aus gespürt hat, so hat sie doch geschafft, es zu halten und zu sehen, dass es mein Thema ist und hat mich dafür nicht verurteilt oder rejected, weil der erste Impuls zum Beispiel war, abzuhauen in dem Moment. Aber statt dann aus dieser Situation zu gehen und mich damit zu zeigen, hat es quasi ein Feld geschaffen, wo der Circle das halten konnte. Du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, dass es in Kreisen stattfindet, also dass das Circles sind und dass es Frauen sind. Und du hast auch gesagt, Gruppenspace. Magst du noch mal genauer beschreiben, wie deine Arbeit aussieht mit diesen 7 Archetypen, wie so eine Gruppe oder so ein Gruppenspace aussieht? Ja, voll gerne. Also jetzt gerade gehen wir durch einen Deep Dive und wir thematisieren in jeder Live-Session einen Archetypen und starten dann zum Beispiel mit dem Mädchen als Archetyp. Wir kommen mit so 12 bis 20 Leuten zusammen. Und das sind Frauen, die einfach Bock haben, zum Beispiel diesen Archetypen mehr kennenzulernen oder in sich zu kultivieren. Das Mädchen bringt zum Beispiel diese Lebendigkeit und auch diese Offenheit und Neugier. Und auch so eine Art von eher positivem Aktivismus mit in unser Sein. Und dann eröffnen wir meistens den Raum mit einer geführten Meditation, wo es darum geht zu schauen, okay, wie ist dieses Mädchen in mir vielleicht gerade da, lebendig? Wie sehr bin ich mit ihr verbunden oder nehme sie in meinem Leben wahr? Und dann geht es meistens weiter mit einer Kakaozeremonie, weil Kakao als Pflanze einfach ein super kraftvoller Spirit ist, der uns hilft, wirklich in den Körper zu kommen und ins Spüren zu kommen und intuitiv mit, ja, diesem archetypischen Anteil in uns in Kontakt zu treten. Und dann gibt es ganz häufig Sharing Circles, es gibt Embodiment Practices, es gibt geführte Meditationen oder ja, so 1-zu-1-Sharings, wo wir einfach auf einer spielerischen Art und Weise vielleicht mit bestimmten Fragen in Kontakt kommen, die wir uns vielleicht sonst nicht gestellt haben, oder diese Mädchenessenz auf einer kreativen Art und Weise zum Beispiel beginnen zu verkörpern. Es sind also sehr explorative Räume, wo sowohl auch eine gewisse Form von Reflexion stattfindet auf einer mentalen Ebene, wo es aber vor allem auch darum geht, diese Energie mehr in den Körper zu bringen und durch konkrete Practices, durch Körperübungen ja, zu ankern. Und dann geht es häufig weiter danach mit den Frauen, die in dem Deep Dive sind, wovon du ja auch eine bist. Und in dem tieferen Raum sind wir weiterhin verbunden, auch nach den Sessions. Und es gibt halt zu jedem Archetypen ein Workbook, durch das man sich hindurch arbeiten, hindurch lesen kann, um zu schauen, welche Übungen sind gerade für mich relevant. Was brauche ich gerade? Vielleicht habe ich eine Wunde im Schattenanteil und dann gibt es eine bestimmte Übung zu. Keine Frau muss das ganze Workbook machen, aber je nachdem, was einfach gerade präsent ist, können wir ja, diese Übung nutzen, Du um mehr über uns zu erfahren. hast gesagt, dass es
wie so ein Buffet ist, dieses Workbook, oder dass du es so siehst, Ja. dass es so quasi dein Angebot ist und jede Frau sich so das rauspicken kann, was für sie gerade da ist. Und was relevant ist. Ja. Genau. Und das Spannende ist häufig, dass wenn wir so mit einer Intention, und das ist irgendwie so dieses Magische auch an dieser Arbeit mit den Archetypen, dass wenn wir diese Energien einladen in einer zeremoniellen Art und Weise, dass sie uns häufig dann auch in unserem Leben wieder begegnen oder dass wir durch das Leben selber, was auf mystische Art und Weise uns immer führt und uns auch immer zurück in diese Ganzheit führen will, uns zeigt, wo vielleicht noch die Schattenanteile eines bestimmten Archetypen liegen, aber wo vielleicht auch schon ganz konkrete Menschen oder Begegnungen oder Übungen uns in die lichtvollen Anteile des Archetyps zurückführen. Und so haben wir halt nochmal so einen Container. Container, das klingt auf Deutsch so doof, Ja, ne? aber es ist So ein Behälter. Behälter oder so ein Behälter. Space. So ein Space, wo wir gebündelt auch in dieses Sharing kommen. Weil ein großer Teil dieser Embodiment Practice, was ja nichts anderes bedeutet, als das Bewusstsein wieder zurück voll in den Körper zu führen und auch das Menschsein mit allem, was wir sind, zu umarmen. Und in dem Moment, wo wir in einem Space sind und teilen, was unsere Challenges sind, unsere Herausforderungen sind, aber auch von unseren Durchbrüchen berichten, werden wir automatisch inspiriert, durch die anderen Frauen uns auch mehr sichtbar zu machen. Und auf einer bestimmten Ebene entsteht dadurch ein ganz, ganz großes Mitgefühl für uns selber oder auch so eine liebevolle Akzeptanz von allem, was wir sind, weil wir merken, dass wir mit unseren Herausforderungen nicht alleine sind, dass wir alle gemeinsam uns entscheiden, durch diese Journey zu reisen und die Schattenanteile des jeweiligen Archetyps wieder willkommen zu heißen, als Anteil von uns, den wir ganz lange vielleicht abgespalten haben, der uns dadurch aber unbewusst quasi mit beeinflusst hat und genauso sehr die lichtvollen Anteile zu kultivieren und zu stärken und uns darin zu empowern. Und für mich auch als Teilnehmerin dieses Deep Dives jetzt ist auch so ganz, ganz empowernd, diese Gruppe, also dieser Austausch auch zwischen den Sessions in einer Telegram-Gruppe, wo wir einfach Heart-Sharings machen, also wo eine Frau, wenn sie einen Impuls hat, einfach teilt, was gerade bei ihr los ist und sie dafür einfach einen Raum hat. Und das ist so krass, finde ich, manchmal zu sehen, dass es dann gar nicht irgendwie eine Lösung braucht oder irgendeine Aktion, sondern dass es einfach so krass hilft, es loszuwerden. Es einfach nur zu sagen und andere hören es. Ja, und dadurch löst sich einfach schon so viel oder dabei kommt vielleicht vieles einfach auch erstmal in Bewegung und dann darüber kommen dann die Lösungen. Total, ne? Auch so ein Raum zu haben, wo man sich einfach mitteilen kann. Ja, voll. Und was ich auch noch voll spüre, das ist einfach die Magie von den Worten, die zum Beispiel auch in jedem Workbook zu jedem Archetypen entsprechend stehen, wenn wir Dinge lesen. Es ist so, als würden unsere Zellen lauschen. Und unsere Zellen erinnern sich an dieses Wissen und reagieren auf das, was wir wahrnehmen und auf das, was wir hören. Und wenn wir zum Beispiel sensibilisiert werden für einen bestimmten Anteil oder für eine bestimmte Superpower oder Qualität, beginnen wir die mehr in uns auch vielleicht zu sehen oder wahrzunehmen. Genauso sehr, wie wenn wir über einen Schattenanteil lesen, dass wir den selber plötzlich in uns klarer sehen können. Und wir können nur das wirklich verändern, was uns bewusst ist. Solange wir in unbewussten Mustern sind, bleiben wir in bestimmten Loops. Erst als ich begonnen habe, zum Beispiel mich mit Literatur zu Co-Abhängigkeit in Beziehungen zu verbinden, die vorher nie ein Thema war, habe ich angefangen, sie in meinem System wahrzunehmen. Weil ich war vorher in einer Liebesbeziehung, wo ich eher der Anteil war, der freier und unabhängiger war und den anderen auf einer gewissen Ebene weniger brauchte. Und in dieser Konstellation, wie das Leben ganz oft so ist, möchte es uns natürlich auch die andere Seite irgendwie zeigen und hat mir einen Mann geschenkt, der oder einen Mann geschickt, der viel unabhängiger und freier innerlich. In deiner jetzigen Beziehung Genau. danach. Sich einfach fühlt und diese Freiheit auch claimed, ist ja auch sein gutes Recht. Voll, ja. So.
Du hast jetzt gerade von Loops gesprochen. Magst du da noch mal einfach nur kurz beschreiben, was du damit meinst? Was sind diese Loops? Im Grunde genommen ist es der Anteil in uns, der beginnt zu sehen, wie unser Denken, Fühlen und Handeln unsere Realität mitkreiert. Wenn ich mich in meinen Beziehungen zum Beispiel verstelle und mich selber nicht wähle, selber nicht voll und ganz zu mir stehe und zu meinen Bedürfnissen und zu meinen Grenzen stehe, wie soll ich in meinen Beziehungen auf jemanden treffen, der mich wirklich voll und ganz wählt, wenn ich mich selber nicht wähle? Das heißt, ganz häufig, wenn ich zum Beispiel mich in der Beziehung verstelle oder versuche, dem anderen zu gefallen, werde ich früher oder später oft an einen Punkt kommen, wo der andere mich nicht mehr priorisiert, sondern vielleicht eine andere Frau priorisiert, weil ich mich selber nicht voll und ganz gewählt habe. Das heißt, ich darf lernen, für mich selber zu sorgen, für mich selber einzustehen, so dass mein Gegenüber auch ganz klar meine Grenzen und Bedürfnisse wahrnehmen kann und dann natürlich gucken kann, ob er diese erfüllen möchte oder nicht. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das vielleicht dann keine Kompatibilität mehr. Und dann ist das auch nichts mehr, worauf ich mich einlassen möchte als Frau, wenn ich ganz klar meine Werte kenne. Das bedeutet, wenn mir dieses Muster unbewusst ist, dass ich mich selber gar nicht wähle, dann wird mir auch nicht ganz klar, warum ich vielleicht nicht den Menschen finde, mit dem ich durch das Leben gehe, weil ich mich ja auch nicht wähle. Ja. Also wer soll mich wählen, wenn ich mich selber nicht wähle? Und das passiert dann wieder und wieder und die gleiche Geschichte wiederholt sich und Genau. bis man dann quasi dieses Bewusstsein erlangt und es einfach sieht Ja. und dann daraus steigt, Und dann steigen vielleicht kann. irgendwie feststellt, wow, ich bin die ganze Zeit in dieser Dynamik, in dieser Beziehung, in einem Märtyreranteil. Ich gebe alles, aber bekomme nichts zurück. Aber nicht, weil ich aus einer Fülle gebe, sondern eigentlich, weil ich aus dieser Notwendigkeit, aus dieser Bedürftigkeit gebe, um auch zu empfangen. Und ich werde aber immer wieder das ernten, was ich sehe. Und daher ist es voll wichtig zu erkennen, okay, was für Gedanken, Worte und Taten sähe ich in meinem Leben? Und wozu sage ich ja und auch wozu sage ich nein? Und da ist es halt wichtig, so eine gewisse Form von Selbstreflexion zu kultivieren, um zu schauen, warum passiert mir das gerade? Ein spannender Mensch, Baba Fatisi, hatte mit mir mal gesagt, I try to live as slow as possible, so I can evolve as fast as possible. Je präsenter und langsamer ich jeden Moment erlebe, umso bewusster kann ich die Erfahrung des Lebens als Lernerfahrung sehen und muss die Fehler nicht öfter machen. Das heißt, die innere Evolution geht schneller, wenn ich voll achtsam und präsent bin. Was also auch diese Archetype Journey oder die Reise durch die sieben Archetypen auch mit beinhaltet, ist so eine gewisse Form von Selbstreflexion und Self-Awareness, also die Aufmerksamkeit wieder aus der äußeren Welt zurück nach innen zu richten. Weil wir ganz oft in dieser Projektion sind, dass sich äußerlich was ändern muss, damit wir uns innerlich gut fühlen, was ein Trugschluss ist. Weil wir es halt voll in der Hand haben. Kollektiv geht es auf jeden Fall gerade darum, voll in die Verantwortung zu gehen, in die Selbstverantwortung zu gehen. Und das geht nur dann, wenn wir aufhören, das Außen verantwortlich zu machen und beginnen, innerlich zu schauen, okay, wir haben meine Gedanken, Worte und Taten zu dieser nicht wünschenswerten Wirklichkeit beigetragen. Und die sieben Archetypen sind dabei halt so ein richtig krasses Tool, um auf einer ganzheitlichen Ebene für uns selber innerlich zu sorgen, klarer zu haben, was wir wollen, was wir nicht wollen, klarer für unsere Bedürfnisse und Grenzen einzustehen, aber auch klarer für uns selber zu sorgen. Wir haben jetzt über diesen Deep Dive gesprochen, diese Journey, diese Shakti-Tempel zu den verschiedenen Archetypen. Wir haben mit dem Mädchen gestartet und dann haben wir mit der Liebenden weitergemacht und jetzt der letzte Shakti-Tempel war zur wilden Frau. Und du hast gesagt, dass es eine bestimmte Reihenfolge gab, in der du jetzt diese Archetypen mit uns sozusagen thematisierst, die du für dich so als logisch empfindest oder für dich so als stimmig empfindest, die du gar nicht, also die so jetzt nicht irgendwo steht oder irgendwie in einem Buch oder so vertreten wird, sondern du hast sie so für dich so angeordnet. Magst du einmal sagen, wie es dazu kam oder welche Reihenfolge das ist? Voll gerne. Also, bevor wir starten, würde ich voll gerne sagen, dass die alle holistisch miteinander verbunden sind.
gibt da keine erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Stufe oder so, sondern die können auf einer gewissen Ebene aufgrund der Entwicklung unseres Bewusstseins von Kind zu alter, weiser Frau, gibt es natürlich schon einen gewissen Eine Prozess, Timeline sozusagen, ne? eine So eine mögliche zeitliche, Timeline. ja, eine mögliche Timeline, das ist schön, ja. Heißt aber nicht, dass es so sein muss. Es gibt auch ganz viele junge Mädchen, die auch schon die Mystikerin voll am Start haben. So. Von daher kann man auch einfach erstmal sagen, dass die auch sich alle gegenseitig bedingen und immer wieder inspirieren. Nur weil ich zum Beispiel in den 40er oder 50er Jahren bin, heißt es nicht, dass ich nicht mehr das Mädchen in mir aktivieren kann oder am Start habe, sondern genau, die sind im Grunde genommen können die immer alle am Start sein, wenn wir sie einladen. Warum ich mich für diese Reihenfolge entschieden habe, war, weil sie für mich irgendwie fundamental Sinn gemacht hat. Weil wenn ich in diese Welt komme, als Frau, ist der erste Anteil, den ich noch ganz stark lebe, die Lebendigkeit und die Offenheit und die Neugier meines eigenen Mädchens. Und deswegen macht es für mich total Sinn, mit ihr zu starten, weil sie auch dieses Thema der Wurzeln hat. Die Herausforderung des Mädchens ist es wirklich, so tief verankert zu sein, in sich selber ein Zuhause zu finden. Weil wenn sie das nicht hat, wird sie immer wieder in co-abhängigen Beziehungen landen und sich halt ihr Gefühl von Sicherheit über ihr Umfeld versuchen zu generieren. Und daher äußert sich das häufig auch durch ihre Schattenausprägung von ja, Co-Abhängigkeit zum Beispiel oder von Unsicherheit. Als Herausforderung. Die zweite Ebene ist für mich das sakrale Zentrum, denn irgendwie ist es auch so, dass die Liebende eine Medizin ist für das Mädchen. Weil was noch am Anfang ihrer Reise fehlt, ist diese Liebesenergie, vor allem die sie sich selber auch schenken kann, indem sie beginnt, selber liebevoll mit ihrem Körper zu kommunizieren und auch mit ihrer inneren Welt in Verbindung zu sein. Das heißt, für mich ist die Liebende auch so eine Art Schlüssel für das Mädchen. Und irgendwie ist es auch in unserer Evolution so, dass wir nach der Phase des Mädchens in diese Teenie-Energie kommen und das erste Mal vielleicht auch die Liebe erfahren durch einen Partner zum Beispiel. Der Archetyp der Liebenden, der bringt uns mehr in diese sinnliche Energie und bringt uns mehr in unsere Leidenschaft, in das Potenzial unserer Sexualität. Und erlaubt uns, in eine tiefe Liebesbeziehung eigentlich mit dem Leben an sich erstmal zu treten. Aber gleichzeitig auch in dieser Verbindung mit dem Leben zu sein, sodass wir uns nicht im Leben verlieren oder in dem Partner verlieren, sondern dass da so eine zyklische Form von Geben und Nehmen einfach stattfindet. Auf einer gesunden Ebene ist die Liebende eben der Anteil, der den eigenen Körper als Tempel sieht und sich um sich selber kümmert. Und aus dieser Fülle heraus, aus dieser Anbindung zum Leben in die Beziehung geht. Nicht, weil sie was braucht, sondern weil sie bereits die Liebe verkörpert und ist. Um sich aber nicht in seinen Beziehungen zu verlieren, in der co-abhängigen. So wie letzten Sommer. Genau. Ist es essentiell, auch einen Anteil in uns zu kultivieren, der mit der wilden Frau ganz gut abgedeckt ist. Und das ist nämlich der Anteil, der für die eigene Unabhängigkeit und für die Individualität und für die eigene Bestimmung und vor allem für die Kraft steht. Denn die wilde Frau ist der Anteil in uns, der dieses Feuer in sich gemeistert hat, dieses Feuer von Selbstwert, von Selbstbewusstsein, von ich weiß, was mir gut tut und was mir nicht gut tut und ich kann für mein inneres Feuer sorgen und auch genauso sehr für meine Individualität sorgen. Der Schatten der Liebenden ist diese Sehnsucht auch auf einer gewissen Ebene nach Symbiose oder aber auch auf einer gewissen Ebene auch die Angst vor Intimität und die Angst vor Nähe. Die Schattenanteile haben häufig zwei Ausprägungen, die in beide Richtungen gehen können. Die wilde Frau hilft uns also auf einer gewissen Ebene sowohl mit unserer archaischen Sexualität und Lebensenergie in Kontakt zu kommen, aber auch uns nicht nur durch unsere Beziehungen zu definieren, sondern auch diesen inneren Selbstwert zu generieren. In der heutigen Zeit erleben wir die wilde Frau zum Beispiel ganz häufig bei Frauen, die ein eigenes Unternehmen führen.
Und es gibt diesen Term Boss-Bitch oder so, den ich auch schon mal irgendwie verwendet habe. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber es wird manchmal so gehypt, in so einer sehr maskulinen Form von Leadership zu So sein. völlig unabhängig, ich mache mein Ding, ist mir völlig egal, ich stehe über den Dingen. Und ich brauche Ich niemanden. brauche niemanden, nee. Und wenn mir einer doof kommt, ist mir scheißegal, den säge ich ab. Genau. Ja. Und da sind wir eigentlich in einem Schattenanteil. Ja. Und gleichzeitig aber auch auf einer gewissen Ebene Burnouts erfährt. Ich meine, das ist auch leider so, dass viele erfolgreiche Frauen diesen Erfolg auf einer materiellen, äußeren Ebene auf Kosten ihrer eigenen Beziehung oder Gesundheit Ja, oder Körperlichkeit. Ja. Körperlichkeit halt erfahren. Ja. Und dafür wäre dann die Medizin. Die Mutter, die die Herzenergie ist. Also die Mutter ist quasi in dem Sinne die Liebesmedizin, auch für die wilde Frau, weil die Mutter hat zunächst einmal diese Qualität der Selbstfürsorge. Sie ist die Meisterin der Selbstfürsorge. Sie weiß es, sich um sich selber zu kümmern, weil sie kann nur wirklich ein Baby, ihre Familie oder ein Projekt nähren und über eine lange, lange Zeit hinweg kontinuierlich pflegen und hegen, wenn sie selber erfüllt ist. Das bedeutet auch, die Mutter hat diese Magic Power, diese Superkraft der Fülle. Geht aber nur, wenn sie zunächst auch sich selber vollkommen erfüllt und liebt und weiß, wie sie sich um sich selber kümmern kann. Bedeutet also, wenn ich hier die ganze Zeit irgendwie Workbooks schreibe und keine Pausen mache, dann bin ich in einem Schattenanteil. Das heißt, die Mutterenergie hilft mir auch quasi aus diesem Schattenanteil der wilden Frau rauszukommen und hilft mir, mich um mich selber zu kümmern. Deswegen, die Mutter ist für mich auch eher im Herzraum positioniert. Die wilde Frau ist eher unser Powerhouse im Bereich des Solarplexus. Die Liebende ist eher im sakralen Zentrum der Sinnlichkeit und Sexualität zu Hause. Und das Mädchen ist eher, die sind eher die Wurzeln. Für mich macht es Sinn, die unteren drei Archetypen auch mehr als die Archetypen zu betrachten, die sich mit dieser materiellen Welt und auch mit der Individualität mehr beschäftigen. Auch wenn die natürlich wie die Liebende in Beziehung treten, so geht es mehr um die Körperlichkeit, um die Sinnlichkeit und auch um das Wirken in der Welt. Ab dem Archetypen der Mutter sind wir mehr in unserer sozialen Identität. Da geht es weniger nur um uns, sondern es geht um, was können wir als kraftvolle Schöpferin noch mit der Welt teilen. Und die Mutter macht das eben, indem sie ihre Projekte oder Kinder oder die Mitarbeiter in ihrem Unternehmen wahrnimmt, spürt, empathisch ist, Bedürfnisse wahrnimmt und sich diesen auch annimmt und sich darum kümmert, dass alle erfüllt sind. Wenn die Mutter aber in ihrem Schattenanteil ist, dann ist sie häufig in einer kontrollierenden Energie, in einer manipulativen Energie, vielleicht auch in einer disempowernden Energie, also einer entmächtigenden Energie. Das heißt, sie braucht Sie nimmt der anderen Person so ganz viel ab und bemuttert so auf so eine Art und Weise, dass die andere Person das Gefühl hat, okay, ich kann gar nichts. genau. Ich brauche meine Mama. Voll. Oder in dem anderen Anteil verliert sie sich so sehr in ihren Beziehungen und lebt nur noch für die Familie und ist in so einer Märtyrerrolle und verliert ihre eigene innere Führung und diese Fähigkeit, sich selber in dieser Fülle zu halten. Das heißt, die Medizin aus meiner Sicht für die Mutter ist häufig auch die Qualität der Königin, die es schafft, Leadership, also Führung auf einer ganzheitlichen Ebene zu sehen und sowohl ihrem Volk oder ihrem Tribe, ihrer Familie, ihrem Unternehmen zu dienen, aber auch sich selber nicht dabei zu vergessen. Die Königin hat diese Fähigkeit, auch diese Interessen des Ganzen zu sehen, aber gleichzeitig ist sie in ihrer Souveränität. Sie ist unabhängig von der Bestätigung anderer und weiß, was sie will und die ist mutig. Die hat kein Problem voranzuschreiten, die hat kein Problem zu führen und auch zu sagen, hey, das und das muss getan werden. Das heißt, die Königin ist die Kraft in uns, die uns auch hilft, unsere Magie wirklich konkreter bis in die Welt hinauszutragen. Und womit auch immer wir voranschreiten wollen, auch voranzuschreiten. Das sehe ich gerade so richtig, wie das so eine Vorwärtsbewegung ist, so ein majestätischer Schritt nach vorne Ja, mit Power und voll. mit aber so Rückendeckung auch. Total.
Total. Und hauptsächlich auch in dem Dienste des Ganzen. Ja, Und sie ist auch die genau. Manifestatorin für mich. Sie ist die, die auch, Die Dinge wahr macht und sagt, oder? ja, die das, die das, was sie sagt, auch tut und Oh umsetzt, die ja. so konkreter ihre Vision wirklich bis in die Welt hinausträgt. Und keine Angst hat, eben voranzuschreiten und sichtbar zu sein und gesehen zu werden. Und wenn du aber in einem Schattenanteil von der Königin bist, dann bist du vielleicht auch in so einer eher manipulativen, intrigantischen Energie. In einer Energie, wo du über andere herrschen willst, statt eigentlich als Königin im Dienste des Ganzen zu wirken. Das heißt, was die Königin aus meiner Sicht braucht, ist diese, ja, Perspektive, diese ganzheitlichere Perspektive und diese Anbindung an ihre innere Intuition und an die Weisheit des Lebens. Und das ist das, was die Weise, die auch eher als Archetyp in der späteren Lebenszeit unseres Daseins hier auf der Erde sich manifestiert, durch Lebenserfahrung, durch verkörpertes Wissen entsteht Weisheit. Und wenn die Weise am Start ist, dann kann sie die Königin gut beraten, um nicht in den Intrigen anderer oder ihren eigenen Intrigen zu unterliegen, sondern wirklich aus einer Inspiration zu führen. Ja, wie so ein Blick von außen irgendwie, ne? Also wie wenn man sich jetzt vorstellt, um in diesem Bild zu bleiben, Königinnen, Königreiche, so die sind in irgendwelchen, ja auch viel so Konkurrenzkämpfen und irgendwie so Feldzügen, Krieg, was auch immer. Und dann einfach in der Lage zu sein, da raus zu zoomen und von oben auf das ganze Geschehen zu schauen und wirklich zu schauen, okay, welche Schritte sind jetzt am wirkungsvollsten Ja. und welche dienen dem, ja, dem großen Ganzen sozusagen. Total. Ja. Und diese Weitsicht oder diese Anbindung an dieses innere Wissen, auch was das Wissen des Lebens betrifft. Es gibt so viele Ahnen, die vor uns schon da waren, die dieses Wissen schon zur Verfügung gestellt haben. Dieses Wissen hat die Weise und kann daher super gut beraten. Die Weise ist nicht nur die Seherin, die die Vision hat, sondern sie ist auch eine Heilerin. Sie hat eben dieses Wissen, um auch zu heilen, um auch zu sehen, wie bestimmte Patterns in unserem Leben, bestimmte Muster, auch bestimmte Symptome in einem System, Krankheitssymptome in einem System, aber auch Krankheitssymptome oder psychische Probleme in einer Psyche kreieren. Das heißt, sie hat dieses Wissen, mit dem sie auch heilen kann, weil sie diese feinere, intuitive und auch schon wieder emotional intelligentere Wahrnehmung hat. Das heißt, damit die Königin nicht in ihrer sehr intrigantischen Energie landet, braucht sie dieses intuitive Wissen und auch diese Fähigkeit, tief zu fühlen, um Wahrheit zu spüren, um gut zu regieren. Die Weise braucht sozusagen auch die Anbindung an den Körper. Das In habe ich ihrer gerade so rausgehört, dass der Schatten sein könnte, dass man dann so völlig den Fokus so auf das Kognitive oder auf vielleicht spirituelle Konzepte oder auch spirituelles Leben legt und dabei so ein bisschen vergisst, dass man eben schon in diesem Körper, in dieser Welt gerade noch ist. Das ist so ein bisschen die Sache, weil ganz viele Leute glauben, dass die Weise ein ganz intellektueller Anteil in uns ist, der sehr rational ist und sehr über Wissen die Welt oder über das Denken die Welt versteht. Dabei ist die Weise eigentlich, wenn sie verkörpert ist, so wie du es gerade beschrieben hast, die Heilerin der Archetypen und kann dieses Wissen synthetisieren, weil sie aber diese Lebenserfahrung hat, ist sie nicht nur ein Buch voller Wissen, sondern sie ist auch die Meisterin der Practices, um dieses Wissen halt auch konkret anzuwenden, um wirklich nicht nur in bestimmten Loops zu sein oder in mentalen Konzepten zu leben, sondern wirklich die physische, materielle Welt durch dieses Wissen, durch die Umsetzung, durch das Leben dieses Wissens zu transformieren. Also es wirklich zu tun. Ja. Ich habe letztens dieses Wort wirklich auch erstmal verstanden, dass es darum geht zu wirken. Also dass Ja. man es wirklich macht. Ja. Man sagt es nicht nur, man denkt es nicht nur, man liest es nicht nur. Man Man macht's. macht es, ja, man transformiert oder man bringt es in die Welt oder in sein Genau. eigenes Leben. Und das wir also es hat halt eine Wirkung. Darum geht es ja auch. Also man bringt es ins Leben und man merkt, wie dann dadurch verschiedene Dinge sich verändern und einfach die, ja, Koordinaten so ein bisschen neu gestellt werden. Total.
Und die Weise hat zum Beispiel auch in ihrer negativen Ausprägung die Tendenz, sich in Dogmen zu verlieren oder sich vielleicht sogar in Urteilen über die Welt zu verlieren oder ist irgendwann in ihrem Elfenbeinturm und blickt auf die Menschen mit ihren Problemen und Kein Bock dissoziiert mehr. Sich. Ja, total. Ja. Und damit sie das nicht verliert, diese Anbindung zu dem Menschlichen nicht ja. verliert in ihren intellektuellen Welten oder in ihren spirituellen Welten, weil sie ist auch ein sehr spiritueller Anteil in uns, ist es super wichtig, dass sie auch verbunden ist mit der inneren Mystikerin. Denn die Mystikerin ist die, die diese innere und äußere Welt, das materielle, menschliche Sein und die transzendente Wirklichkeit der Seele oder des Geistes miteinander verwebt und die der Weisen Bescheidenheit schenkt, weil sie auf dieser mystischen Ebene erkennt, dass sie immer Teil von dem Ganzen ist und dass egal, wo wir sind auf unserer individuellen Reise oder kollektiv auf der Reise der Menschheit, dass wir genau richtig sind. Und dass es nicht ein besser oder schlechter gibt oder ein weiter und ein weniger weit, sondern dass wir eins sind, dass wir aus dieser einen Quelle stammen und dass jeder Teil in diesem Kosmos genau die perfekte Position hat und die perfekte Rolle eingenommen hat und diese auch voll erfüllt. Dass es nicht richtig oder falsch gibt. Das heißt, durch diese transzendente Perspektive und auch durch diese mystische Verschmelzung mit dem einen Sein, was durch alle blickt, was durch alle wirkt, kann die Mystikerin der Weisen quasi helfen, aus ihrem Elfenbeinturm herabzusteigen. Und dann gleichzeitig wird dieses Wissen über die Weise, über die Konzepte und das Wissen über das Teaching, weil die Weise ist auch die Teacherin, hin zur Königin gebracht, die dann das halt die Strukturen schafft, mit denen sich Menschen weiterentwickeln können, die dieses Wissen in die Welt bringt. Die Mutter ist der Anteil in uns, der diese Strukturen halt nährt und weiter pflegt, um Frauen mehr zu empowern, aber auch Individuen an sich zu empowern, das individuelle Wissen in die Welt zu tragen, der Bestimmung gerecht zu werden. Und ja, die Liebesenergie bis in die physische Form zu bringen und einen liebevollen, weisen Space zu kreieren, sodass alle neuen Generationen weniger Challenges haben. Mhm. Also jede Generation hat ihre Herausforderungen. Ja. Und ich glaube, der Struggle unserer Generation ist, dass wir keine guten Vorbilder für das Sacred Masculine und das Sacred Feminine haben. Und wir sind die das gerade herausfinden. Mhm. Und die Hauptintention dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, dass dieses Wissen schon immer da ist, dass es nichts im Außen gibt, was uns führt, sondern dass in uns bereits alles als archetypische, ursprüngliche Energie verankert ist und dass es vielmehr darum geht, dieses innere Wissen wieder erfahrbarer zu machen, um es in diese Welt zu bringen, um dieses Wissen zu nutzen, um was auch immer wir an Herausforderungen oder Problemen sehen in dieser Welt, diese Lösung zu sein. Mhm. Wie so Lampen in einem LED-Bildschirm. Ich habe dir dieses Bild letztens schon auf eine Telegram-Sprachnachricht gesprochen. Ich habe mir die Archetypen so vorgestellt wie die kleinen verschiedenen LED-Lampen, die einen großen LED-Bildschirm ausmachen. Und wenn dann eben diese ganzen Lampen langsam wieder anfangen zu leuchten, machen sie halt so in der Gesamtheit ein großes Bild oder machen das gesamte Bild klarer und sind eigentlich im Grunde genommen eben gar nicht so eine Reihenfolge oder eine Rangfolge oder irgendwie sowas Lineares, sondern was sehr, eigentlich eher wie so ein Netz, was aneinander hängt und wo auch, wenn man eben an einer Seite oder Stelle irgendwas tut, also wenn man an einer Stelle zieht, dann hat das auf alle anderen auch Einfluss und bringt da wieder Entwicklung in Gang. Voll. Und das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen unsere Idee für die nächsten Folgen von dem Podcast, den wir jetzt hier gerade anfangen, zu schauen nochmal speziell, wie die einzelnen Archetypen in ihrer Ausprägung sich zeigen, aber dann auch zusammenhängen und einfach nochmal viel genauer schauen, welche Medizin in den Einzelnen liegt und um da immer mehr anzuzünden sozusagen, immer mehr Lampen zum Leuchten zu bringen, genau, um das Bild klarer zu machen. Ja,
Ich beschreibe das voll oft auch in dem Kontext von Raum halten. Wir halten ganz viele Räume. Und ja, es braucht Raumhalter, bis alle Menschen wieder voll ihren Platz eingenommen haben in ihrer Individualität und in ihrer Selbstwirksamkeit. Klar verbunden sind mit ihrem Körper, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Superkräften. Wenn wir diese wieder voll einnehmen, wenn wir uns trauen, diesen Raum wieder voll einzunehmen, dann braucht es keine zeremoniellen Räume mehr, weil dann entsteht es einfach so. Immer. Immer, die ganze Zeit. In jedem Moment, ja. 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 Das Leben an sich ist eigentlich die ganze Zeit in dieser perfekten Harmonie. Es ist nur der Mensch, der sich für eine Phase in seiner Entwicklung entschieden hat, sich von dieser gesamten Schöpfung abzutrennen, zumindest geistig, mental, nicht wirklich, aber sich einredet, abgespalten zu sein und daher nicht in Kohärenz mit dem Ganzen wirkt. Wenn wir aber als Individuen, jeder Einzelne, wieder diese Kräfte bündeln und einander wieder mehr supporten, kooperieren, aktivieren und gemeinsam, ja, die Probleme, die diese Welt vielleicht gerade hat, beginnen zu lösen, dann ist das ein wunderschönes Paradies hier. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir sind hier, um die Liebe und auch dieses tiefe Wissen über die Mystik und die Magie des Lebens wieder bis in diese physische Form zu bringen. Also was bringt es uns, zu versuchen, mit Meditations- und Yoga-Practices aus diesem Körper rauszuzoomen, wenn wir dann da oben irgendwo abhängen, aber dieses Wissen nicht bis in diese physische Form bringen? Und ich habe selber diesen yogischen Weg für eine ganz, ganz lange Zeit gelebt und da ist auch voll viel Weisheit und Magie und Souveränität und Selbstwirksamkeit dabei. Aber dieser Weg ist nur dann wirklich kraftvoll, wenn wir ihn bis zum Ende gehen. Und das bedeutet vielleicht, diese transzendenten Realitäten wahrzunehmen und zu sehen, dass wir verbunden sind mit dem gesamten Leben und dass wir Schöpferinnen und Schöpfer dieser Realität oder Co-Kreateure dieser Realität sind, um dieses Wissen dann bis in diese physische Form, bis in den Körper, bis in die Emotionen zu bringen, um wirklich als Mensch hier und jetzt. Ein guter Freund von mir sagt immer, als Pfeilspitze der Schöpfung wirklich, wirklich zu wirken und Wirklich, ja. diese Veränderung durch das konkrete Tun in die Wirklichkeit zu bringen. Durch Yes. das, durch die Selbstwirksamkeit. Ja. Ja. Was macht jetzt eine Person, die das hört, die sich davon angesprochen fühlt? Wo ist der erste Schritt? Gibt es einen ersten Schritt? Was kann man da tun? Ich glaube, als erstes kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich selber die Frage zu stellen, wenn der Himmel das Limit wäre, wer würde ich sein und was würde ich tun? Denn die Essenz zur Veränderung entsteht nur dann, wenn wir beginnen, wirklich diese Sehnsucht und dieses Desire zu wecken. Wer könnten wir sein, wenn wir uns komplett wieder als schöpferische, empowerte Wesen wahrnehmen können, die in ihrer vollen Souveränität, persönlichen Macht, Selbstwirksamkeit und Selbstliebe mit dem geheilten maskulinen und femininen Prinzip uns in dieser Welt verankern. Die Self-Mastery, sich selber zu meistern, die Gedanken, die Worte, die Taten in unserem Leben zu meistern und genauso sehr das weibliche Prinzip der Full-on Self-Expression zu leben. Was ist diese Vision? Wer möchte ich sein? Es ist so ein krasses Geschenk, auf dieser Erde zu sein und die Möglichkeit zu haben, diese menschliche Erfahrung zu machen. Und die sollten wir voll nutzen. Und wer Lust hat, mehr über die Archetypen zu erfahren, es gibt gerade die Shakti-Tempel, die finden in Essen statt. Und am 7.4. geht es weiter mit der Mutter, mit den Mutterarchetypen. Wer Lust hat, auf so einen physischen Erfahrungsraum, kann in diesen Raum eintauchen. 7.4.2024. Genau. Und abgesehen davon entstehen gerade auch die Workbooks. Die gibt es auch auf der servemysoul.de Seite. Die kann man sich zum Beispiel holen und Zu arbeiten damit, damit zu dadurch zu arbeiten. fließen. Ja, da Ja. durchzufließen. Und sich immer wieder daran zu erinnern, dass wir es in der Hand haben. Es gibt auf jeden Fall in den nächsten Monaten einen Online-Kurs zu dem ganzen Thema. Der entsteht gerade, während ich mit dieser Gruppe von, insgesamt sind wir zu 12, durch diese Journey in diesen Deep Dive fließe und durch all die
Prozesse und Herausforderungen und Fragen entsteht quasi dieser Online-Kurs oder inspiriert durch euch, durch uns entsteht dieser Online-Kurs. Und da ist auf jeden Fall auch die Vision, mehr zu diesem Thema zu kreieren, weil ich das so wertvoll finde, weil ich merke, wie sehr es mein Leben einfach voll bewegt und transformiert und mich so viel mehr in die Freiheit und Liebe führt, aus der heraus ich wirklich wirken kann. Und wir sind einfach in dieser besonderen Phase, menschheitlich gesehen, wo es voll darum geht, diese Verantwortung zurück zu uns zu nehmen und die Veränderung zu sein für uns, die wir uns wünschen. Wie schön, dass du bei dieser ersten Surf My Soul Podcast Folge dabei warst. Falls dir diese Folge gefallen hat, lass gerne einen Kommentar oder eine Review da und teile sie mit all deinen Liebsten, die vielleicht von dem Wissen über die sieben weiblichen Archetypen profitieren können. Und schau auch gerne bei Marlene oder mir vorbei. Wir sind auch auf Instagram, Marlene Klar oder LAV Music. Dort wird es auch in den nächsten Wochen mehr zu diesem Thema geben. Und alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und ich freue mich schon ganz bald mit der nächsten Folge weiterzumachen, wo wir tiefer in jeden weiblichen Archetypen eintauchen. Und ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen. Ganz, ganz viel Liebe an dich und hab eine wunderbare Zeit. Bis bald.